Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Dani Röpke und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her, deswegen habe ich keine Ahnung, was wir letztes Mal gemacht haben. Ich glaube, wir haben den Park gesäubert, oder? Also, den, ja, ne? Ja, gut, okay. Ich habe inzwischen mal ein paar neue Waffen wieder mitgenommen, und zwar meine ganzen alten Waffen, die es alle bringen. Oh, Entschuldigung. Und zwar Atoms Urteil, unsere stärkste Nahkampfwaffe. Pigments Klinge, radikale Bekehrung wegen den Strahlungsschaden oder sowas. Hier wird kritische Treffer, eine Schrotflinte, die Artefaktpistole. 500 habe ich davon. Den Big Boy natürlich, um uns unser Leben zu retten, den Erlöser. Und ja, den Durstlöscher habe ich jetzt noch gelassen. Weil, keine Ahnung, vielleicht kommt ja wieder irgendwie so ein Boss oder so, den wir platt machen müssen. Und ja. Sagen wir machen jetzt mal, wenn ich meinen Redaway genommen habe, irgendwas hier platt, irgendeine Mission. Wir haben irgendwie diese Mission von diesen Ubologen-Typen angenommen. Wir sollen irgendwie auf so einen Schrottplatz hier hingehen, und zwar um, weiß nicht, Aliens zu finden, keine Ahnung, irgendwie so was. Ach ja, Doc Brown ist auch dabei. Das ist eine der Leute, die war. Ey. Jetzt noch nicht mal bis da. Boah. Ey. Bist du böse? Doc Brown schießt auf dich, also bist du böse. Wenn Doc Brown auf dich schießt, dann bist du zum Teufel. Tue ich überhaupt. Doch für Ding ist hier. Okay, sehr gut. Alter, probieren, Alter. Okay. Was? Ich hab das beim jeden Mal geschafft. Hätte ich, wenn man den Kopf abhaut oder so. Keine Ahnung. Da ist jedenfalls irgendwas in der Nähe. Also gehen wir mal da hin. Das ist ja die Orte und alles was der Kunden, ne? Ja, keine Ahnung. Ich habe einfach keinen Bock mehr, hier auf die Schnauze zu kriegen. Ich bin schon Level 150 oder so. Ich sollte nicht mehr auf die Schnauze kriegen. Oh gut, viele Gegner. Aber wo seid ihr alle? Uff. Die ganz viele Erfahrungspunkte. Bams. So. Da war ein Gegner, da ist so eine Mini-Ameise. Wo sind wir denn? Hallo? Alter, wie viele Gegner sind hier? Okay. Alter, wie viele? Was soll das? Ja, ich glaube aber, unser Ziel ist ein bisschen näher, also gehen wir doch da ein. Dann gucken wir mal. Ach, wir gehen schon da irgendwann hin. Wir werden schon irgendwann jeden Ort hier abklappern. Ja, das ist der Schrottplatz, wo wir hin sollen. Nehme ich an. Ja, wie viele von euch sind noch übrig? Eine ist ja schon nach 5 Metern verreckt. Also sehe ich schwarz für euch. Hallo. Du hast mehr Kampferfahrung als wir. Wie sollen wir vorgehen? Ihr wartet hier, ich mache alles platt. Wartet einfach hier. Ich übernehme das. Du scheinst sehr auf dein Können zu vertrauen. Deine Entscheidung. Wir warten, bis du den Ihr habt euer Können schon bewiesen. hast. Ihr könnt eindeutig nicht überleben. Wenn du eine Ausrichtung brauchst, du weißt, wie du mich findest. Und eine Person schon Ja? gereinigt. Okay, wie meinst du? Ja, was ist denn? Was hat euch denn Böses getötet? Die Ameisen, ne, die Quatsch, die Dingens, ne? Die Ratten, glaube ich. Meine Güte. Cool. Meint ihr noch irgendwie, man kann in Frage stellen? So, wo sollen wir überhaupt hin?
Was ist das da hinten? So ein Auto, ja, ne? Ja, das ist ein Dingens. Mr. Frutti. Blöd ist, ich sehe jetzt. Ich kann jetzt nicht unterscheiden, ob der ein Gegner ist oder nicht. Wie heißt, wenn man ein... Ach ja, Mods. Irgendwie kann ich jetzt anscheinend Mods anschmeißen hier. Ich habe keine Internetverbindung, also die muss man höchstwahrscheinlich runterladen. Also ja, keine Ahnung. Habe ich noch nicht gesehen, habe nicht geguckt. Ich bin nicht im Internet gerade angemeldet, deswegen kann ich das schlecht sagen. So. Ich will ein etwas dunkleres Rot, aber das sieht schon wieder so schwarzlich aus. Mal so. Was habe ich jetzt? Wolffarbe, Hutfarbe. Ah, okay. Das sieht aber so komisch aus. Mal ganz rot machen. Ich habe wohl bestimmt einen Unterschied sehen, oder? Nee, so sehe ich nie im Leben Unterschied. Versuchen wir mal. Oh, das ist viel zu hell. Das ist. Okay, machen wir halt so. Und dann auch hier so. Wir sind auf DLC hier, okay. Was ist denn hier drin? Bär. Wir können zum Beispiel hier helfen. Schon gar nicht mehr, weswegen wir hier sind. Wir sollten die... Hier ist ein UFO abgestürzt oder irgendwie sowas, ne? Das ist halt wieder grün. Oh, ihr seid feindlich. Schieß doch. Oh. Au, was zum Baum? Ich habe dich erschaffen. Wie schießt das Ding nicht, wenn ich will? Ich habe dich erschaffen. Kannst du das wagen? Ich geschossen habe oder was? Willst du mich eigentlich? Boah. So. Irgendwas über uns soll Hut. Transparenz. Warum ist die denn überhaupt jetzt nicht? So. Kuchen. Warte, das hier hat. Das ist das erste Mal, dass das jetzt geklappt hat. Guck ich das an. Boah, geil. Ein perfekt erhaltener Kuchen. Das ist das erste Mal, dass das funktioniert. Ich dachte ehrlich gesagt, jetzt. Was? Ist das eine Waffe? Das ist eine Waffe. Das ist. Geil. Ja, so eine Alien-Statue oder was auch immer es sein soll. Ich komme jetzt auch und whack der eine. Sieht man den Unterschied auf jeden Fall jetzt zwischen den Fahren. Dope Idee. Moment da. Scarf Ausgabe 2. 25% Kampf- und Sprengmesserschaden. Geil. Besonders wegen Pigments Messer. Oder Klinge 81.
Das ist nicht wie viel die vorher hatte. Und das war anscheinend wichtig. Und hier ist ein Starkern. Was? Hey, cool, da muss ich ja gar nicht ein Dings suchen. Hey, Werkzeugkasten tue ich nicht mehr öffnen. Cooler Dark. Da ist ja sowieso nur Schrott drin. Weiß gar nicht, warum ich die Truhe überhaupt aufmache. Munitionsproblem habe ich eigentlich auch nicht. Halt mich jetzt ja nicht 5 Stunden auf. Ehrlich. Wow. Alter. Wie hier drin ist. So. Haben wir es erledigt? Das sieht ein bisschen verdächtig aus. War ein Fusionskern, das habe ich gesehen. Ich habe jetzt alles, ja. Okay, zum Glück brauche ich keine Fusionskerne. So, nur dieser Dunst von dem Hammer. Macht mich doch ein bisschen kirre. Hier muss man ja nicht auch so Dinger holen, so Medaillons oder so. So, das meinen die doch nicht hoffentlich, oder? So, war jetzt der Mr. Frosty von vorhin, den ich gesehen habe, oder was ist hier? Alter. Dieser Bereich ist sauber. Setze Suchprotokoll fort. Hi. Zeig mir die AP von eben. Was schießt der da? Aua. 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 Alter, weil das Ding lädt sich irgendwie auf, weil erstmal wenn ich schieße. So. Oh mein Gott. Was schieße da? Ich will auch damit schießen können. Geh ja, Buttercup. Buttercup, irgendwie sowas. Macht ihr da oben irgendwas? Gefällt bei diesen Häuschen. Ja, was ist da oben los? Dogplot, was machst du? Hi, hallo, was zum? Und explodiert, ich dachte schon. Sensenmann Sprint. Oh. Schon gedacht, Höllengrille irgendwie so hieß das Dingen, aber das war die Grille, gegen die das Ding gekämpft hat. Okay. Gut, dass das Ding nicht zu uns gedreht war. Sehr gut. Alles klar. Was ist das denn? Ah, ich mache mich auf eine Enttäuschung gefasst. Ja, Schrottplatz ist gesäubert, ich sehe es. Ja, ich sehe nicht, also wird er ja wohl nicht in gefährlicher Reichweite sein. Jetzt zum Beispiel schießt ja schon wieder. Zum nein, daneben. Nein, schon wieder daneben. So. Einfach die Kappe aufgemacht und dann weggesteckt. Okay. Was soll ich denn nicht Bescheid sagen? Was denn da? Rede mit da nach ihrer Ansprache. Eine Ansprache. Und warum bist du nur hier?
Ihr sollt doch nicht alleine irgendwas machen. Ich muss auf euch aufpassen, Mann. Boah, was zum Teufel? Warum ist denn eine Typ noch da? Warte, ich hab die Rede verpasst, Mann. Okay. Arbeit ist noch nicht getan. Die Eroberung war erst der Anfang. Das Raumschiff muss wieder fliegen, damit es uns zu unserem Schicksal führt. Ja. Schon bald werdet ihr die größte Belohnung der Habologie erhalten. So fliegende Geräte in diesem Spiel sind bis jetzt noch nicht gut ausgegangen. Wir erinnern uns an das Schiff, das in den Turm geflogen ist. Okay. Also der Pflaumen. Was für eine glorreiche Schlacht. Das war großartig. Die Stimme kommt mir sowas vom Kahn vor. Sie ist so jung gestorben, bevor sie ihr wahres Potenzial durch die Habologie entwickelt. Hat geskriptet, dass sie sterben muss. Und wer werde ich die begleiten? Erzähl. Diese Waffe stammt vom selbst. Geh sehr vor. Das ist eine Alien-Waffe ist oder so, ne? Leck mich! Kritische Treffer verursachen Doppelschaden und der Balken für kritische Treffer 40-50% schneller. Mein Gott. Das ist genau wie ich brauche dich. In Fallout 3. Nur da gab es keine Skills. Das war irgendwie die einzige Waffe, die irgendwie einen hatte. Aber wir haben keine Fusionskerne. Falls du Erfolg hast, kann ich dir Zusatzmunition für die Waffe des Hub geben. Okay. Ich helfe gern. Gut. Sobald die Energiezufuhr steht, können wir es wieder weltraumtüchtig machen. Ja, aber so hat Gefühl, der Alien Blaster ist sehr nicht gut in diesem Spiel. 126 nur. Aber der ist auch nicht aufgebaut, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, ob man erst im DLC einen Alien Blaster bekommt. Weil der wurde in den Ladebildschirm und ich habe sogar ein Magazin im Hauptspiel gefunden. Den Schaden vom Alien Blaster oder so. Ich meine, den wird man ja auch irgendwo im Dings bekommen, im Hauptspiel. Ultimatives UFO, ehrlich. Vier Fusionskerne, hallo. Okay, ich habe jetzt aber mehrere gegeben, egal. Jetzt wieder kommt, ne? Wo seid ihr denn jetzt alle hingegangen? Zum ich mal einschalten. Ja. Also den Netzwerkteil habe ich auch gefunden. Okay. Voll leck mich doch an. Den kommt direkt zurück. Er hat gerochen. Hallo. Wundervoll. Du hast es geschafft, alle in das Raumschiff. Wir müssen einen Systemtest durchführen. Komm mit uns hinein und aktiviere es. Du wirst sehen. Die Prophezeiung ist wahr. Ja, alles klar. Ich hatte das aufgemacht. Was soll der Scheiß? Wieder rein. Muss ich ein Auge behalten. Oh, gut. Ab zum ultimativen UFO. Klingt jetzt nicht echt zu den Sternen oder so, ne? Das ist ein verdammtes... Ey. Also die stellen sich da alle dahin und ich soll einfach direkt irgendwas machen. Da soll ich mich auch da dran hängen? Muss die Olle. Wir stehen für immer in deiner Schuld. Ohne dich wären wir jetzt nicht auf dem Pfad der Erlösung, dem Pfad unseres Schicksals. Alles klar, okay. Beim Hub, es funktioniert. Oh Gott.
Eine Vision. Überraschen. Ich kann erwarten. Ich glaube, ich muss kotzen. Irgendwas stimmt nicht. Schalt es ab. Schalt es ab. Was? Was? Warum sind deren Köpfe explodiert? Lassen Sie nichts Nützliches zurück. Was? Was? Wie sind deren Köpfe explodiert? Den ist so schwindig geworden, dass ihre Köpfe explodiert sind. Boah. Wo ist die eine? Okay. Wo ist jetzt der Captain dieses Schiffs? Verdammt. Verdammt. Ich weiß, er ist krank, aber... So, sobald jemand hinkommt, wird er den sehr doll erschrecken. Das ist wie so eine Warnung. Dreht nicht das verdammte Ding. Weil dann explodieren Köpfe. Was? Aber wie ist die Beschreibung jetzt von dem? Also, nee. Reise zu den Sternen. Starte den Angriff. Wir haben die Raumanzüge angezogen, die ihn gebracht haben, und dann den Schrottplatz angegriffen, das Raumschiff würde. Ja, ich habe es mit einer gewissen Sorge. Sie glauben tatsächlich, dass es jetzt starten wird. Okay. War bestimmt sehr beliebt unter den Kindern. Dieses Teil. Okay. Wo bist du? 99. Hi. Buff. Okay, warte mal hier. Zeige er mir, was hier ist. Stehlen, okay. Wer lebt hier? Gut, Dunmore. Hier soll ich stehen. Wer wohnt hier? Ich will keinen Ärger. Wenn du zum Handeln hier bist, gut. Ansonsten schlage ich vor, du gehst. Lebst du mit deiner Familie allein hier draußen? Ganz richtig. Nicht Familie. Komm jetzt nicht auf dumme Ideen. Monique und ich waren früher Gunner. Wir wissen, wie man kämpft. Ja, ich schau mal, was du hast. Hier ist unser Angebot. Also bestimmt voll die geilen Waffen, ne? Du hast keine geile Waffe. Du hast keine geile Kleidung. Du hast nicht so völlig Alien Blaster Munition. So, ich schau mich dann hier um. Was geht? Mein Vater kümmert sich ums Geschäft. Ich arbeite nur hier. Hey. Aus dem Weg. Ich habe Sachen zu erledigen. Wenn du handeln willst, frag meinen Mann. Ansonsten runter von unserem Land. Hallo. Pass auf, was du machst. Wir trauen Fremden hier nicht. Wir sind sehr nette Nachbarn, ja. Brauchst du sonst noch was? Okay, dann ist hier nix. Nächster Ort. Ist langweilig, bin enttäuscht, da sind Red Skorpione. Was ist das für ein Schloss? Keine Ahnung, wir gehen jetzt rein. Da sind drei Red Skorpione, die mich voll gesehen haben. Alter. Warum schießt er beim ersten Mal die? Totenkopf Red Skorpion, was? Alter.
drauf. Was? Ich hoffe, er kämpft auch mit den Idioten. Der ehemaligen Gunner. Warum mal er? Kritischer Treffer. Und noch ein kritischer Treffer. Puff. Puff. Habt ihr das gesehen? Bin ich nicht awesome? Sind wir jetzt Freunde? Okay. 26 Minuten. Mein Fallout mache ich wieder ein bisschen länger, weil ich hier endlich durch sein will. Du halt um 20 Uhr hochladen, dann sind doch die Erwachsenen, die Kinder alle am Schlafen. Nur noch die Erwachsenen auf, ne? Die wahren Kinder bleiben natürlich immer sehr spät auf. Ihre Lieblingsserien zu gucken. Das war damals mit Dragon Ball Z. Immer schön bis 19 Uhr. Okay, niemand ist 19 Uhr schlafen gegangen, aber trotzdem. Du weißt, was ich meine. Okay. Dann würde ich sagen, in diesen nächster Teil hier. Grandchester Mystery Anwesen. Gehen wir dann doch im nächsten Part rein. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.